Sind die guten alten ETF-Sparpläne ein Auslaufmodell? Es gibt gerade zwei Probleme, denen Anleger sich stellen müssen. Sonst platzt der Traum von der finanziellen Freiheit ganz schnell. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt's ein Video, ja, da muss ich schon mal warnen, das wird dem klassischen ETF-Sparplananleger vielleicht nicht ganz so schmecken. Denn es gibt heute Klartext, es gibt nämlich zwei Hindernisse. Zum einen werde ich dir erklären, warum langfristig eine Inflation von 3% schon alles auf den Kopf stellen kann. Dann haben wir eine versteckte Falle, die werde ich dir erklären, also Probleme und Lösungen werde ich dir erklären. Und dann haben wir noch eine exklusive Auswertung, nämlich für die attraktivsten deutschen Aktien. Und jetzt legen wir los. Bevor wir gleich voll durchstarten, noch eine ganz kurze Klarstellung. Keine Angst, das wird jetzt hier kein ETF-Bashing. Es gibt einfach nur Probleme, über die müssen wir reden, bevor jetzt die ersten schon die Kommentare schreiben, ah, jetzt wird wieder auf ETFs gebasht. Darum geht es überhaupt nicht. Es wird gar nicht der ETF in Frage gestellt. Es geht einfach nur um zwei Probleme und die schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Und beginnen wir gleich mit dem ersten Problem, die Inflation. Und jetzt will ich noch was klarstellen. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen und es wäre, glaube ich, ein großer Denkfehler, jetzt zu fürchten, dass die nächsten 10, 20 Jahre die Inflation auf 10, 9 oder 8% stabil bleiben wird. Aber wir müssen uns klar machen, was passiert, wenn die Inflation nur ein bisschen höher ausfällt als eben in den letzten 20, 30 oder 40 Jahren. Und wir können mal hier auf diesen Chart schauen. Da seht ihr schon, dass die Inflationserwartungen zuletzt ordentlich angezogen haben. Und zwar nicht nur jetzt für die kommenden 12 Monate, sondern auch für die kommenden 5 Jahre. Und es gibt natürlich vor allem strukturelle Treiber, die dafür sprechen, dass wir in den kommenden Jahren auf jeden Fall eine höhere Inflation sehen werden. Und davor warnen zum Beispiel auch die Strategen von Flossbach von Storch. Ich zitiere mal aus einem aktuellen Research Paper, die Inflation wird auch wegen der demografisch bedingten Situation am Arbeitsmarkt und daraus resultierender Lohnsteigerungen noch längere Zeit deutlich über 2% liegen. Und es gibt ja diese drei berühmten großen Ds, nämlich die Demografie. Also das ist das Problem. Wir haben ja immer weniger Arbeitskräfte. Die Babyboomer gehen in Rente. Das könnte natürlich ordentlich Druck auf die Löhne in den kommenden Jahren ausüben. Und das ist ja wirklich nichts Kurzfristiges, sondern was sehr Langfristiges, was gerade erst Fahrt aufnimmt. Das zweite D, die Dekarbonisierung, das haben wir jetzt schon erlebt und ja, wir können davon ausgehen, dass Energie in den kommenden Jahren nicht zwingend spottbillig wieder wird. Und dann haben wir natürlich noch die Deglobalisierung, das haben wir auch gesehen jetzt schon, der Trend ist natürlich die Frage, wie es weitergeht, aber da spricht auch einiges dafür, dass vielleicht doch viele Dinge nicht mehr am billigsten Standort hergestellt werden und das sind natürlich alles Dinge, die können dazu beitragen, dass die Inflation steigt. Und wie gesagt, wir reden jetzt nicht von 7, 8, 9 oder 10%, sondern einfach mal nur von 2-3%. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall realistisch für die kommenden 5, 10, 15 oder vielleicht sogar 20 Jahre. Und wir müssen uns ja auch mal klar machen, das ist ja jetzt momentan das Inflationsziel der Notenbanken. 2%, nicht 0%, sondern 2%. Und wie gesagt, 2-3% sind durchaus realistisch. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was bedeutet das jetzt für unsere Investments, für unsere Strategie, für unsere Sparpläne, was wir durchgerechnet haben, was wir kalkuliert haben für die Rente, wenn 3% Inflation sich langfristig festsetzen würden. Ja, was ergeben sich da jetzt für Probleme? Da gibt es eine spannende aktuelle Berechnung von Injova Impact Investing und die haben ausgerechnet, 3% langfristige Inflation, das würde bedeuten, wenn man seine Rentenziele erreichen will, die man sich ursprünglich gesetzt hat, dass man dann monatlich 900 Euro monatlich mehr investieren müsste. Das ist schon mal ein Hammer. 900 Euro monatlich mehr nur, Leute, um die Inflation zu kompensieren. Wir können uns das mal kurz hier anschauen, wie das ausgerechnet wurde. Blenden wir das mal ein. Und zwar wurde jetzt hier gerechnet mit einem Durchschnittseinkommen von 47.700 Euro. Natürlich jährlich, nicht monatlich. Und jetzt hier ein Ansparzeitraum zum Beispiel mal von 20 Jahren bei gleichbleibenden nominalen Renditen. Also ihr seht jetzt hier die ganzen Parameter mal eingeblendet. Ihr seht jetzt hier auch die historische Inflation, zum Beispiel auf die letzten 30 Jahre, die war zum Beispiel bei 1,72% und dann seht ihr jetzt hier den Base Case, also das Basisszenario von 1,72% und jetzt haben wir High Case Inflation, also hier 3% und da ist jetzt die Frage, was würde da passieren? Und jetzt schauen wir mal drauf, was da konkret gespart werden müsste. Und wichtig, jetzt sind wir erstmal beim Ansparzeitraum von 20 Jahren. Also wenn ich noch 20 Jahre bis zur Rente Zeit habe, schauen wir da mal drauf. Und da waren bisher nach diesen Berechnungen monatlich fällig oder notwendig hier 1.904 Euro. Und jetzt, wenn wir eben mit dieser 3%igen Inflation rechnen, dann steigt das Ganze, seht ihr hier dann die rechte Spalte, auf 2.837 Euro.
Und jetzt schauen wir nochmal auf dieselbe Grafik, denn spannend ist natürlich, was ist jetzt, wenn ich 30 Jahre Zeit habe, denn 20 Jahre ist natürlich lang, aber trotzdem, viele fangen natürlich früher an. 30 Jahre, schauen wir hier nochmal drauf. Selbst dann steigt das Ganze aber mal ordentlich von 1115,70 Euro auf 1883,02, also auch fast um 800 Euro. Also was bedeutet das jetzt konkret? Das bringt Christian von Anger, CIO von Injova, auf den Punkt. Er sagt, ganz einfach ausgedrückt, bedeutet ein durchschnittlicher Inflationsanstieg von 0,01% eine notwendige zusätzliche Ersparnis von ca. 10 Euro pro Monat. So, jetzt schauen wir uns das mal genau an. Es wird der eine oder andere sagen, 3% Inflation, das ist doch jetzt gar nicht mal so hoch. Und was passiert denn da? Ich verstehe das alles nicht. Wir können das einfach mal ganz einfach mit dem Inflationsrechner machen von zinsenberechnen.de. Ich packe euch den Link auch mal unten in die Beschreibung, dann könnt ihr da selber rumspielen. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Blenden wir das mal ein. Jetzt haben wir hier einen Ursprungsbetrag von 1 Million. Also wir sagen jetzt mal heute, man ist 35, hat einen Anlagehorizont von 30 Jahren. Also dann wäre man 65, ist jetzt wie gesagt alles nur theoretisch. Und ich sage dann, ja, ich will dann 1 Million haben. Darauf richte ich jetzt mal meinen Sparplan aus. Dann muss ich aber natürlich rechnen, wenn ich jetzt heute 1 Million habe, theoretisch, und ich will in 30 Jahren 1 Million Euro haben, dann ist das aber nicht mehr 1 Million, wenn wir jetzt mal mit 3% Inflationsrate im Schnitt per annum rechnen, denn dann hat man eigentlich in 30 Jahren nur noch eine Kaufkraft von, ihr seht es hier, 411.986 Euro. Und jetzt kann man es auch umdrehen, ihr seht es hier schon, der zukünftige Preis, wir können es jetzt mal hier nochmal einblenden, also eigentlich muss ich dann jetzt mit dem rechnen, also ich muss eigentlich dann mir als Ziel setzen, hier die 2,4 Millionen, um dann, wenn ich dann die Inflation wieder wegrechne, dann komme ich nämlich am Ende auf meine zukünftige Kaufkraft von 1 Million. Und jetzt wird's knackig, Leute. Jetzt schauen wir uns konkret an, was bedeutet das jetzt für meinen Sparplan. Den Rechner packe ich euch natürlich auch unten rein. Sicherlich kennen das schon einige, das Tool Zinsen berechnen, aber das ist ja einfach und trotzdem genial. Schauen wir mal drauf. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Das ist natürlich bei jedem individuell. Ich habe jetzt einfach mal hier gemacht ein Anfangskapital von 50.000 Euro. Wenn wir jetzt mal rechnen, ein 35-Jähriger, ja, der kann sich das schon durchaus zur Seite gelegt haben, hat dann eine Sparrate jetzt hier mal von 727%, denn wir wollen ja Millionär sein nach 30 Jahren. Ich habe jetzt mal Zinssatz mal 6% genommen, nicht zu viel, nicht zu ambitioniert. 6%, gut, die muss man auch erstmal schaffen. Das steht auch nicht in Stein gemeißelt, dass man die sicher kriegt, aber wir rechnen jetzt einfach mal damit und dann seht ihr, dann kommt man ja nach 30 Jahren mit 727 Euro ETF-Sparplan theoretisch monatlich auf die Million. Aber wir haben es ja gerade gesehen, die Million ist ja dann nicht die Million mit 3% Inflation. Deswegen ja, müssen wir es jetzt neu berechnen und tada, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wieder 50.000 Euro Anfangskapital, Endkapital, das neue Ziel. Ich habe jetzt mal nur 2,4 Millionen genommen. Ich habe das einfach mal hier gerundet. Wieder dasselbe Spielchen, Zinssatz 6%. Und dann seht ihr die Sparrate berechnen und dann sind es jetzt nicht mehr 727 Euro, sondern ja, es hat sich ordentlich gesteigert und zwar auf 2.156,98 Euro. Also Leute, das ist schon heftig und das ist durchaus ein Problem. Ihr seht schon, das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Man kann es natürlich jetzt auch anders rechnen, aber ihr seht nur eine 3%ige Inflation langfristig. Und das ist jetzt nicht komplett aus der Welt, das ist nicht komplett verrückt. Das ist jetzt keine Hyperinflation, das sind auch keine 10%. Es sind nur 3% oder es wären nur 3%, ist natürlich auch nicht sicher. Aber schon habe ich Faktor 3 bei meinem Sparplan. Also 727 Euro muss ich monatlich erstmal weglegen können. Und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich auf einmal Faktor 3 und ja, dann wird es schon sehr, sehr sportlich. Also wer kann jetzt einfach mal monatlich hier 2.156 in ETFs packen? Das ist jetzt schon eher die Ausnahme als die Regel. Und da seht ihr jetzt, ja, das ist durchaus ein Problem. Jetzt will ich euch nicht entmutigen. Das soll jetzt nicht heißen, stoppt euren ETF-Sparplan. Um Gottes Willen, das ist das beste Mittel. Aber man muss sich vielleicht so einen ETF-Sparplan vorstellen wie ein Auto. Also das ist quasi ja, das Werkzeug. Damit kann ich sehr, sehr weit fahren. Es ist halt die Frage, wie viel pumpe ich da rein? Wie viel Benzin kann ich da reinstecken? Je mehr, desto besser natürlich. Wie gesagt, dann gibt es viele Variablen. Wir wissen nicht, wie die Inflation in den nächsten 30 Jahren ausfällt. Das weiß keiner. Aber wie gesagt, man kann natürlich da gleich mal sehen, was es da für Probleme gibt. Und deswegen, glaube ich, muss man auch ein bisschen ja, diese Illusion zerpflücken. Das wurde die letzten Jahre ja sehr gehypt von sämtlichen Influencern. Einfach nach dem Motto, ja, leg deinen Sparplan an, 25 Euro im Monat. Und das ist genau richtig, vor allem früh anzufangen. Wir haben jetzt natürlich gerechnet mit einem 35-Jährigen oder dann auch mit 20 Jahren. Man hat theoretisch ja noch viel mehr Zeit. Das ist natürlich ein Faktor. Also das ist sicherlich ein Learning, so früh anfangen wie möglich und das Ganze natürlich steigern. Und ja, ganz ehrlich, mit dem ETF-Sparplan alleine wirst du nicht reich. Es, wie gesagt, es ist die Frage, was packe ich da rein, wie viel Benzin habe ich? Und da ist dann halt einfach ja, die einfachste Empfehlung, schau einfach, dass du immer mehr verdienst.
Also Leute, jetzt bin ich sehr gespannt schon mal auf euer Zwischenfeedback. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ja, ob ihr sowas bei euren Berechnungen einfließen lasst oder ob ihr sagt, ja gut, ich lasse die Inflation einfach mal komplett raus, weil ich weiß eh nicht, was passiert. Ich setze mir einfach ein Ziel ohne Inflation. Also ich bin gespannt auf euer Feedback und vor allem, wenn es euch gefällt, gerne Daumen nach oben und natürlich den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn wir wollen natürlich gemeinsam die finanzielle Freiheit schaffen. Das war jetzt mal ein bisschen Finanzmathematik, also so ein erstes kleines Problem, was man auf dem Schirm haben muss. Und jetzt kommen wir noch zu einem zweiten kleinen Problem, ja, was eher so anlagetechnisch und Asset Allocation mäßig ja auf jeden Fall wichtig ist. Und zwar die mögliche Falle namens USA. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, die ein bisschen erfahrener sind, die schon natürlich wissen, ein MSCI World ETF, der ist sicherlich eine gute Option, gerade wenn ich mich vielleicht nicht so gut auskenne, wenn ich nicht viel machen will, wenn ich einfach passiv langfristig sparen will. Aber im MSCI World, ja, da ist natürlich auch sehr, sehr viel USA vertreten. Schauen wir gleich mal hier drauf auf diesen Chart. Und zwar sind es momentan ja mehr als 68%. Also wenn ich jetzt einfach einen klassischen MSCI World Sparplan habe, ja, dann bin ich mit 68% momentan in den USA investiert. Und da ist natürlich die Frage, ja, geht diese Outperformance, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, diese starken US-Unternehmen, vor allem die großen Giganten, geht das immer so weiter? Und da haben vor allem kurzfristig schon einige ihre Zweifel, wie zum Beispiel Andreas Beck, der hat ja vor kurzem, als wir ihn in seiner Hütte in den Bergen besucht haben, hat er schon gesagt, naja, für 2023, er wäre sich jetzt nicht so sicher, ob die US-Performance weitergeht. Und wie gesagt, das ist schon was, was man im letzten Jahrzehnt gesehen hat, dass die USA halt sehr gut gelaufen sind. Und das ist natürlich nie eine Garantie, dass das aufhört, aber es ist zumindest schon mal ein Indiz, sich Gedanken zu machen. Und jetzt schauen wir mal hier auf ein paar Charts, die interessant sind. Hier seht ihr schon den ersten, European Stocks have outperformed US in den letzten 2 Monaten. Und seht ihr schon, es war ein sehr, sehr klarer Trend und der ist jetzt hier schon mal gebrochen. Ihr seht es hier an diesem roten Kringel. Natürlich auch keine Garantie, dass der gebrochene Trend jetzt weiter nach unten ausbricht, aber es ist vielleicht schon mal so ein erstes Anzeichen, dass diese totale Dominanz gebrochen sein könnte. Und der nächste Chart ist auch interessant. Schauen wir mal drauf, blenden wir das ein. Und da seht ihr jetzt ja, wie das abweicht bei gewissen Blasen. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier diese Nifty 50 Bubble in den ja, 60er, 70er Jahren. Dann seht ihr die Internet Bubble. Und jetzt seht ihr mal, wie das hier oben rausgeschossen ist. Also Rest of the World im Verhältnis zu US-Aktien. Und da sehen wir natürlich auch, ist das Ganze jetzt schon etwas zumindest mal gekippt, gedreht. Ja klar, keiner weiß, wie es weitergeht. Aber es ist auf jeden Fall mal wichtig, sowas zu wissen. Und besonders interessant ist dann natürlich, wenn man mal auf die Bewertung schaut. Diesen Chart hatten wir schon mal im Strategievideo, aber ich will ihn jetzt gerne nochmal zeigen. Strategievideo für 2023. Blenden wir es mal ein. Und da seht ihr jetzt PE, also hier Price versus 10-Year Average Earnings, also der 10-Jahres-Durchschnitt. Und da seht ihr, die USA sind jetzt schon ordentlich zurückgekommen, aber sind deutlich teurer. Also wenn man jetzt langfristig denkt und auf die Bewertung schaut, dann sollte man auf jeden Fall mal über die Emerging Markets und auch über ja, Nicht-USA-Märkte nachdenken. So Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Wie schätzt ihr das ein? Seht ihr das eher als Problem, dass die USA so stark gewichtet sind? Ist jetzt nichts ganz Neues, das sehen wir schon seit ein paar Jahren natürlich. Oder sagt ihr, das ist vielleicht sogar eher eine Stärke? Ich würde jetzt auch eher mit Warren Buffett gehen und sagen, never bet against America. Also ich bin schon froh, dass ich viel Amerika im Depot habe. Aber wie gesagt, ist natürlich schon eine mögliche Falle. Wir haben es ja auch 2022 schon gesehen, ja, dass die großen Tech-Riesen, wenn die stark gewichtet sind, dann natürlich für die ETFs schon auch schneller zu Bauchschmerzen führen können. Und wie kann man jetzt dieses Problem lösen? Also ich würde sagen, wenn wir jetzt auf ETFs schauen, wir kommen gleich noch zu Einzelaktien, das ist natürlich die einfachste Lösung. Wenn ich keine ETFs habe, dann habe ich auch keine typischen ETF-Probleme, aber dann habe ich natürlich wieder andere Probleme, das ist auch klar. Wenn wir jetzt mal bei den ETFs bleiben, würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht einfach nur ein MSCI World zu kaufen, das ist besser als gar nichts, aber ich würde es dann lieber streuen und lieber selber ein bisschen steuern und da schauen wir jetzt mal genauer drauf. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal ganz konkret mein ETF Core Depot. Das können wir mal einblenden. Also das sind jetzt die verschiedenen ETFs. Und ich habe das eben gesplittet nach Regionen, damit ich das auch rebalancen kann, damit ich das ein bisschen steuern kann. Und ihr seht jetzt hier die aktuelle Gewichtung ungefähr noch. Und da seht ihr jetzt, da bin ich in den USA auch mit 55% investiert. Aber das sind schon mal deutlich weniger als die 68% im MSCI World. Und ihr seht quasi die Sparrate, die ich jetzt aktuell habe, also wie ich es aktuell verteile. Da sind die USA schon deutlich weniger gewichtet, nur so mit gut 46% insgesamt und zum Beispiel MSCI Europe jetzt von der alten Gewichtung 13%, jetzt die neue Sparplangewichtung 26,7 und die Emerging Markets habe ich auch raufgeschraubt, weil das natürlich für mich jetzt langfristig von der Bewertung her interessanter ist. Natürlich dauert es dann ein bisschen, das zu verschieben, aber das wäre jetzt meine Empfehlung, das einfach nach ja, Regionen zu splitten, weil dann habe ich da natürlich einen viel besseren Einfluss und bin jetzt nicht abhängig davon, was jetzt in einem Index wie
gewichtet ist. Und die andere Lösung ist ja, wie gerade schon angesprochen, natürlich, ich muss ja keine ETFs kaufen. Ich kann mir natürlich auch ein diversifiziertes Portfolio zusammenstellen mit Einzelaktien und dann kann ich da so Probleme wie jetzt eine zu starke US-Gewichtung ja ganz einfach lösen. Also da habe ich ja alles komplett selber in der Hand. Ich will jetzt da gar keine Wertung abgeben. Ich glaube, beide Wege führen auf jeden Fall zum Ziel. Also ich glaube nicht, wenn jemand ein stabiles, diversifiziertes Portfolio mit Einzelaktien hat, dass der jetzt da unbedingt auf die Nase fliegt, glaube ich jetzt nicht, wenn er keine verrückten Titel drin hat. Wie gesagt, wenn das passt und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann glaube ich, sind Einzelaktien auch eine sehr, sehr gute Lösung. Und da kam zuletzt auch öfters mal die Kritik bei meinem Depot, ich habe ja natürlich auch Einzelaktien, dass es zu US-lastig ist. Ja, da stimme ich durchaus zu. Deswegen habe ich jetzt auch zuletzt zum Beispiel ASML ins Depot geholt und habe natürlich auch noch ein paar deutsche Aktien auf dem Zettel. Das können wir hier nochmal kurz einblenden. Das sind natürlich gedanklich noch viel, viel mehr. Aber zum Beispiel Porsche, ich habe jetzt da noch nicht zugeschlagen. Auch die Dämmstoffaktien finde ich sehr, sehr interessant, gerade weil sie auch deutlich ja, günstiger geworden sind. Attraktiv auf jeden Fall. Seconet, auch so eine Aktie, die ich schon lange auch auf dem Zettel habe. Ich hoffe, da komme ich irgendwann mal rein. Also das sind jetzt so ja, Favoriten, spannende Aktien, die nicht aus den USA kommen, die ich momentan hier auf dem Zettel habe. Mercado Libre ist jetzt natürlich keine deutsche, aber auch keine US-Aktie. Und jetzt ist die Frage, ja, was kann euch vielleicht weiterhelfen, um ja, gute, vor allem günstige deutsche Aktien zu finden? Und da hat Sinan mal wieder eine aufwendige Recherche betrieben, eine Auswertung am Bloomberg Terminal und hat die ganzen deutschen Aktien durchforstet und zwar in erster Linie auf die Bewertung hat er sie geprüft und zwar Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis natürlich, aber auch Kurs-Buchwert-Verhältnis, also jetzt nicht nur einfach eine Zahl und vor allem sich mal angeschaut, wie notieren die jetzt im historischen Durchschnitt, also welche Aktien sind da auch historisch richtig niedrig bewertet, jetzt nicht nur einfach optisch, dass man sagt, okay, die haben vielleicht ein KGV von 0,9 und deswegen sind die jetzt billig, sondern wirklich, ja, mal wieder Number Crunching vom Feinsten und ihr könnt euch das jetzt holen. Exklusive Auswertung natürlich kostenlos. Und wo findet ihr die? Ihr findet natürlich den Link unten in der Beschreibung. So Leute, und jetzt sind wir am Ende angekommen dieses Videos. Das war jetzt einiger Stoff, das waren wirklich ja zwei Probleme. Ich will es jetzt gar nicht zu hoch hängen. Wie gesagt, es sind Probleme, vielleicht sind es auch ja, Gefahren, Risiken oder vielleicht auch einfach nur ja, Stellschrauben, die man auf dem Schirm haben muss, um es dann besser zu machen. Ich bin gespannt auf euer Feedback und wenn euch das gefallen hat, gerne Daumen nach oben und Kanal abonnieren, um das nächste Video auf keinen Fall zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen, ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.